Ja, dann herzlich willkommen zum ersten Vortrag nach der Mittagspause. Jan-Tarek Butt wird etwas erklären über die WLAN-Ortung bzw. Geo-Ortung anhand von WLAN statt GPS. Viel Spaß und bitte. Dankeschön. Ja. Genau, gerade schon gesagt, also mein Name ist Jan-Tarek Butt. Ich werde über WLAN-basierte Ortung entsprechend was vortragen. Das ist jetzt, der Slide ist jetzt auf Freifunk zugeschnitten, daher nicht wundern. Genau, also von Inhalt werden wir einmal auf die Funktionen von Lokalisierung eingehen, dann Projekte der WLAN-Lokalisierung, speziell dann nochmal das Open-Wi-Fi-Projekt, also das Open-Wi-Fi-SU-Projekt, Zustand des Open-Wi-Fi-Projektes, die rechtlichen Aspekte speziell in Deutschland, dann der Geolocator, was nochmal ein spezielles Projekt ist, und dann eben da die Zukunft, wie das dann sich entwickeln soll, wird hoffentlich. So, genau. Funktion von Lokalisierung ist im Grunde, von WLAN-Lokalisierung ist, es wird quasi eine GPS-gestützte Datenbank erzeugt, eben durch das Handy-GPS, also sprich, die meisten Smartphones haben neuerdings WLAN und GPS integriert, und das kann man wunderbar nutzen, um eben tatsächlich quasi übers WLAN umliegende WLANs zu ermitteln und diese WLANs dann letztlich mit GPS-Koordinaten des Handys zu verknüpfen. Nennt sich dann eben das klassische Wardwiving. Da werde ich dann gleich auch nochmal zu was erzählen. Genau, Geräte ohne GPS können dann entsprechend eben anhand der WLANs, die durch die Handys ermittelt wurden, ihre eigene Position ermitteln, aus der Datenbank. Die Abfrage erfolgt über die Datenbank, habe ich gesagt. Im groben Aufbau sieht es im Grunde so aus, dass man dann hier quasi das WLAN, also das Smartphone hat, was eben die WLANs ermittelt und deren GPS-Positionen. Und das wird dann eben übers Internet in ein Datenbank-Backend gepackt, wo man dann über eine API entsprechend die Informationen erfragen kann, beziehungsweise auch reinschreiben kann. Und WLAN-Geräte, also zum Beispiel reine WLAN-Router oder sowas, haben dann die Möglichkeit eben in ihrer eigenen Umgebung zu gucken, okay, ich sehe jetzt quasi diese WLAN-Geräte um mich herum, also diese benachbarten Router, und kann dann entsprechend quasi bei dieser Datenbank anfragen und meine Position eben entsprechend von der Datenbank bekommen, anhand der bereits bekannten WLANs mit deren verknüpften GPS-Positionen in der Datenbank oder eben auch durch das eigene WLAN. Genau, also relativ simpel, eigentlich so in der Theorie. Genau, dann gehe ich nochmal auf den Handy-Part ein. Also im Grunde kann man sich das vorstellen, man hat das Handy die ganze Zeit in der Tasche, das ist im Grunde der War-Driver dann, und man läuft durch diese Straße, und durch die verschiedenen Punkte auf der Straße, die das Handy ermittelt durch das GPS, hat es eben die Möglichkeit, das WLAN, was dann irgendwie im Nachbarhaus steht, exakt zu positionieren oder eben entsprechend zu orten und eben dem WLAN diese zugehörige GPS-Koordinate zuzuweisen, so dass quasi nicht die ganzen WLANs irgendwie auf der Straße stehen, wo das Handy ist, sondern tatsächlich an der Position, wo die sich befinden. Und diese Informationen werden dann entsprechend in diese Datenbank geladen. Also auch relativ einfach, das ist eine so eine annähernde Form von Triangulation dann, also Positionsbestimmung anhand von bestimmten Punkten. Also in dem Fall sieht man hier drei Punkte auf der anderen Straßenseite unter anderem, eben dadurch, dass man drei Punkte hat, kann man in einem Raum eine eindeutige Position eine eindeutige relative Position bestimmen. Bei zwei Punkten funktioniert das nicht mehr, da kann man nur maximal bis auf zwei Punkte bestimmen. Dann. Genau, also das dazu. Eine Sache noch eben ganz kurz vorweg, und zwar, es könnte sein, dass da vielleicht so ein paar Rechtschreibfehler drin sind. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das nochmal eben auf Rechtschreibfehler prüfen zu lassen. Genau. So, dann hier hat man nochmal eine Liste an
mehr oder weniger bekannten Open-WLAN-Map-Projekten. Also eben, ich habe jetzt mal an oberster Stelle das Open-Wi-Fi-SU-Projekt gestellt, weil ich da halt eben in dem Vortrag mehr drauf eingehen werde. Dann somit eigentlich das bekannteste ist, denke ich, das Mozilla Location Service. Das wird, denke ich, einigen hier was sagen. Die haben einen Datenbanksatz von 615 Millionen Einträgen. Ist tatsächlich aber nicht das Größte. Das Größte ist locationapi.org. Ist allerdings auch, also das locationapi.org ist ganz unten mit 915 Millionen Einträgen, 956 Einträgen. Das ist allerdings auch nicht so bekannt. Also so die letzten drei sind eher so die unbekannteren Projekte. Liegt aber wahrscheinlich auch mehr daran, dass es eher stärker Closed Source ist, abgesehen von Open BMap. Genau. Man sieht hier auch entsprechend, wie man, also man hat da eben auch die Möglichkeiten bei den einigen Projekten tatsächlich, wenn man gar nicht will, dass irgendwie das WLAN, also dass sein eigenes WLAN dazu genutzt wird, dass man da irgendwie eine Positionsbestimmung ermöglicht, hat man immer noch bei einigen Projekten eben diese Opt-out-Möglichkeit, dass man da eben quasi dafür sorgen kann, dass das WLAN da nicht mit ermittelt wird. Genau, also zum Open-Wi-Fi-SU-Projekt speziell, das ist so das einzige bekannte Voll-Open-Source-Projekt, also zum Beispiel Mozilla Location Service, ist auch Open-Source, allerdings nur zum Teil, und zwar die gesamte also Datenbank dahinter, die ist Closed-Source, da kommt man so nicht ran. Das hat wahrscheinlich rechtliche Gründe. Warum die geschlossen ist, habe ich nicht so wirklich rausgekriegt, aber man kriegt da keinen Zugang so zu den Daten. Genau. Die bei den Open-WLAN-Map Projekt ist es so, dass man einen Daten, also dass man einen Dump, den kriegt man quasi auf der openwifi.su-Seite zur Verfügung gestellt, falls man irgendwie mal ein bisschen rumbasteln will oder sowas, kann man sich das da entsprechend runterladen. Genau, der selber steht unter einer GNU, also einer Open Source Datenlizenz. Genau, und genau, dann die Erfassung selber läuft über eben Wardriving Tools. Das wird dann die openwlanmap.org App sein. Die werde ich gleich nochmal genauer erklären. Genau, es ist eine sehr einfache Umsetzung. Also eben dieses klassische Ermitteln der GPS-Position, also der GPS-Position der WLANs über das Handy und eben das Eintragen in der Datenbank. Also im Grunde in der Datenbank steht dann im Grunde einfach nur eine Identifikation für das WLAN und die zugehörigen GPS-Koordinaten, keine weiteren Informationen, da das voll ausreicht. Genau, also die Open WLAN Map App ist das Tool für das Open Wi-Fi Projekt. Das kann man sich aus dem F-Droid Store runterladen. Das ist der Open Source Android Store. Für Apple-Geräte gibt es die App nicht, da bei Apple eben andere Richtlinien bestehen bezüglich der WLAN-Treibernutzung und sowas. Also das ist da nicht so einfach möglich. Genau, und dann eben die Webseite, wenn man da mal nachschauen will, ist auch in Deutsch verfügbar. Genau, Wardriving. Da werde ich jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Genau, also Wardriving selber ist im Grunde systematisches Suchen nach WLAN-Netzwerken. Klassisch ist eben, dass man sich irgendwie ins Auto setzt und einen Laptop irgendwie auf dem Beifahrersitz hat und dann fröhlich in der Stadt rumfährt. Genau. Ganz oft, also ein großer Irrtum bei Wardriving ist, dass das damit assoziiert wird, dass man im Grunde diese WLANs angreift, dass man da versucht einzubrechen und die irgendwie zu nutzen oder so. Das ist nicht richtig, also von dem WLAN selber wird, also mit dem WLAN selber wird gar nichts angestellt. Das Einzige, was gemacht wird, ist, dass eben diese Radio-Beacons ermittelt werden. Die Radio-Beacons, die werden ganz normal von den WLANs ausgesendet und dienen quasi dazu, dass diese WLANs überhaupt sichtbar sind. Also sprich, dass ein Laptop sehen kann, okay, hier ist gerade das WLAN XY und das hat folgende Verschlüsselung und bietet mir das an.
Das wird eben über diese Radio Beacons, also an Informationen verteilt. Und die sind letztlich frei verfügbar. Das ist, die kann man einfach so quasi eben abfragen. Und diese, also rein an diesen Radio Beacons wird dann entsprechend diese WLANs, also an diesen Radio Beacons wird das WLAN identifiziert und auch eben eindeutig verifiziert. Also, dass man darüber dann eben da die Koordinaten dran knüpfen kann, so dass man da eben keine redundanten Sätze in der Datenbank hat. Dadurch, dass eben die, also in diesen Radio Beacons unter anderem sowas wie MAC-Adresse des WLAN-Gerätes drinne steht, also eben die BSSID, also die den Identifier für das WLAN-Netz, was eben eindeutig ist, beziehungsweise in der Regel eindeutig sein sollte. Man kann das natürlich auch entsprechend manipulieren. Und eben anhand so welcher Informationen kann man eben dafür sorgen, dass die Datenbanksätze da relativ sauber sind. Genau. Also es ist tatsächlich ein sehr, sagen wir mal, also es ist kein Angriffsszenario oder sowas, sondern es ist einfach ein Verfahren, um quasi seine Umgebung mal auf WLAN-Ebene zu durchleuchten. Genau, dann das Wardriving mit der Open WLAN Map App. Genau, also die Open WLAN Map App hat ein paar ganz nette Sachen, und zwar gibt es dann ein Ranking-System, also sprich, wenn man da WLANs ortet, also sprich, diese Wardriving App die ganze Zeit im Handy anhat und dann irgendwie durch die Städte fährt oder sowas, durch Städtereisen, dann ermittelt das eben im Hintergrund die entsprechenden WLANs. Und die werden dann, also die kann man dann in diese Datenbank hochladen und dafür kriegt man dann gewisse Punkte, eben zum Beispiel für neue WLANs und sowas. Hat so einen leichten spielerischen Effekt dann, was ganz nett ist. Genau, also da kann man dann so ein bisschen das Ganze auch wie ein kleines Spiel nutzen im Grunde. Genau. Wie ich vorhin schon sagte, also es speichert nur die BSSID plus die zugehörigen GPS-Koordinaten zu dem WLAN. Keine weiteren Informationen, also nicht wie das WLAN heißt oder sowas. Das reicht halt völlig aus. Also mehr braucht man da eben auch tatsächlich nicht. Man könnte das natürlich auch noch so machen, dass man dann eben, um da eben vielleicht noch mehr Privacy reinzubringen, dass die BSSID dann nochmal wiederum hasht oder sowas, dass man dann eben da tatsächlich eine relativ schwierige Assoziation dann letztlich auf, sagen wir mal, humaner Ebene hat. Nachteil der App ist, genau, also ein schlechtes, sehr schlechtes Power-Management, was einfach daran liegt, dass die schon sehr veraltet ist. Also das merkt man dann schon so auf neueren Android-Geräten. Das heißt, dass das WLAN, das heißt die ganze Zeit, dass WLAN sehr aktiv genutzt wird, also sehr ineffizient vor allem auch, eben zum Sniffen. Und das User Interface, also sprich die Bedienung der App, ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, was einfach auch allgemein daran liegt, dass da Entwickler fehlen. Also das ist tatsächlich so ein größeres Problem beim Open Wi-Fi Projekt, dass man da einfach mehr Entwickler braucht, damit man eben sowas wie die App mal wieder auf Vordermann bringen kann. Allgemein vielleicht auch mal das Backend. Genau, da komme ich nämlich jetzt auch zu. Das ist der Zustand jetzt beim Open Wi-Fi SU-Projekt. Genau, also das Projekt an sich wird halt sehr stark genutzt. Also es gibt sehr, sehr viele Leute auf der Welt, die da eben entsprechend Wardriving betreiben und durch die Gegend fahren und sowas. Wie ich halt vorhin schon sagte, ein großes Problem ist eben, dass halt zu wenig Entwickler da sind. Also es gibt aktuell im Grunde keine aktiven Entwickler. Ich habe vor kurzem jetzt noch mal ein bisschen was gemacht, dass halt IPv6 Support besteht für das Projekt, also sowohl serverseitig als auch dann in den Abfragetool, dass man eben, wenn man vom WLAN-Router aus her seine Koordinaten beziehen will, das war vorher nur über IPv4 möglich, das ist inzwischen auch über V6 möglich. Die App ist stark veraltet, das hatte ich schon gesagt.
Genau, also es gibt keine vernünftige API für parametrisierte Abfragen. Das ist aktuell auch sehr rudimentär gelöst. Es gibt auch überhaupt gar keine Doku. Das hat eben gerade so den Einstieg für Entwickler natürlich extrem erschwert. Genau, und es gibt zu wenig Anwendungen, die eben eine Nutzbarkeit darstellen. Also es gibt zum Beispiel kein vernünftiges offizielles Paket, das man da irgendwie auf seinen, was man auf seinen Laptop installieren kann, aus den Linux Package Repositories. Das ist alles, da fehlt halt noch ein bisschen was. Also eine Idee, die ich gerne nochmal umsetzen wollen würde, da bin ich aber zeitlich noch nicht zugekommen. Und zwar würde ich für GPSD, das ist ein Programm für Linux, was eben für GPS-Geräte geeignet, also gedacht ist, hatte ich überlegt, eben ein Plugin zu schreiben für so ein Software-Defined GPS, eben dass es die GPS-Position anhand der Datenbank bezieht. Was eben ermöglicht, dass zum Beispiel Laptops dann einfach quasi den GPSD installieren können und obwohl die kein Hardware-GPS haben, eben trotzdem GPS-Koordinaten über WLAN zum Beispiel nutzen können. Also falls jemand auf die Idee kommt, seinen Laptop für Navigation im Auto zu nutzen oder so. Aber es gibt sicherlich auch andere Anwendungsfälle. Ja. Genau. Rechtlicher Aspekt speziell in Deutschland. Ja, Wardriving mit motorisierten Fahren kann im schlimmsten Fall irgendwie einen Verstoß gegen Paragraph 30 Absatz 1 geben. Das ist im Grunde das unnötige Herumfahren in Ortschaften. Lärmbelästigung und sowas, das fällt da alles so mit rein. Und natürlich Handyverbot am Steuer. Ansonsten ist es nicht verboten, das zu nutzen oder überhaupt zu betreiben. Es herrscht allerdings noch ein bisschen Unklarheit, was eben die BSSID betrifft, was ja wiederum die MAC-Adresse des Gerätes ist. Allerdings gibt es da für die MAC-Adressen eine Privacy-Extension, was eben wiederum mehr darauf schließen lässt, dass es auf jeden Fall legitim ist, dass man eben die MAC-Adressen ermitteln kann und darf. Es gibt aber, wie gesagt, noch keinen Rechtsspruch oder keine rechtliche Definition bezüglich der Nutzung von MAC-Adressen. Also da befindet man sich mehr oder weniger in einer leichten Grauzone. Aber nicht illegal. Also genau. Dann nochmal der Geolocator. Der Geolocator ist ein OpenWrt-Paket. OpenWrt ist ein Linux-System. Das ermittelt eben die Position aus der Datenbank mithilfe von libvlocate. Das ist eine Library, die eben die Abfrage an die Datenbank macht und eben das Scannen für WLANs im Hintergrund. Das werde ich gleich nochmal eben live zeigen. Der Geolocator selber arbeitet im Grunde in einem Quant-Intervall, also es ist kein Daemon, sondern läuft als Intervallprozess. Ist jetzt quasi als Paket verfügbar in FFmw Node-Info. Da gibt es ein Problem speziell bei Freifunk. Bei Freifunk wird eben über mehrere Router eindeutig eine BSSID ausgestrahlt, was natürlich wieder in Widerspruch steht zu dieser Geschichte, dass eben die BSSID eindeutig sein sollte bezüglich der MAC-Adresse der WLAN-Geräte. Das ist bei Freifunk speziell notwendig. Daher ist das Paket da ein bisschen angepasst, so dass es eben nicht die eigene BSSID des Routers mitermittelt, die welcher gerade eben diese Anfrage nach der Position erzielt. Genau, um eben tatsächlich diesen redundanten Satz letztlich rauszukriegen. Dann, sorgt allerdings immer noch dafür, dass natürlich bei dem Smartphones, die letztlich eben das Wardriving betreiben, dass da eben trotzdem diese redundanten Sätze im Moment in der Datenbank sind. Wie gesagt, da fehlen halt eigentlich so, auch da ist wieder das Problem mit den fehlenden Entwicklern, dass man da eben zum Beispiel irgendwie ein Backend das Backend halt so ein bisschen intelligenter gestaltet, dass irgendwie, wenn jetzt innerhalb von 2 Wochen
x-mal die gleiche BSID hochgeladen wird, dass die dann irgendwie für 2 Monate geblacklistet wird oder sowas. Da kann man seiner Kreativität letztlich so ein bisschen Ausschlag geben. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Auf jeden Fall werde ich weiter versuchen, Entwickler für das Projekt zu akquirieren, dass man das einfach ein bisschen voranbringt, weil ich durchaus finde, dass das sehr, sehr viel Potenzial hat und auch echt ein schönes Projekt ist, weil das auch eben Leute verbindet. Genau, dann das Projekt halt weiter unterstützen, zum Beispiel eben durch Erstellen von Hardware oder also zum Beispiel Server und sowas oder auch von Know-how stärker publizieren, eben wie hier, Vorträge drüber halten oder auch eben stärker nutzen irgendwo in bestimmten Bereichen, wo man dann letztlich irgendwie aktiv ist und vor allem auch irgendwie mal an der Doku arbeiten, dass man da eben überhaupt den Einstieg für Entwickler und auch für Nutzer einfacher gestaltet. Also aktuell ist das Projekt tatsächlich, also es gibt überhaupt gar keine Doku, sondern es ist halt documented by Code. Also man muss halt Code lesen, um es zu verstehen. Ja. Jetzt relativ schnell. Da bin ich jetzt eigentlich soweit durch und bedanke mich fürs Zuhören. Falls noch Fragen bestehen, würde ich die jetzt eben beantworten. Nein? Okay. Ja. Ja, ansonsten, ich bin jederzeit über Mail erreichbar. Ich freue mich da irgendwie, falls rückwirkend dann auch irgendwas an Fragen kommen oder jemand Lust hatte, irgendwie jetzt gerade deutlichen Tatendrang verspürt. Ja, gerne mich anschreiben. So.